Ich bin der Atem, ich bin 27 Jahre alt. Ich habe immer gesagt, wenn ich die 27 Jahre überlebe, dann werde ich 100. Also wenn ich quasi den Club der 27 überlebe, dann bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ich komme aus dem schönen Zeitz, das liegt im südlichsten Zipfel Sachsen-Anhalt und habe mich vor kurzem quasi dadurch, dass wir immer mehr ins Dampfergeschehen hineinrutschen, beruflich auch auf dem Weg ins des Dampfens begeben, sage ich mal so. Und habe einen Shop in Zeitz eröffnet. Sonst gibt es gar nicht viel zu mir zu sagen. Ich bin bisschen, was wäre vielleicht schon gesehen, ein relativ verrückter Typ. Hab jahrelang Musik gemacht. Esse gern Hackfleisch, aber sonst ist gar nicht so viel zu mir zu sagen. Das durch einen guten Freund von mir, das ist der Ager, sagen wir immer. Das liegt auch nicht daran, dass er Age konsumiert hat, sondern weil sein Nachname mit H angefangen hat, war es immer der Ager bei uns. Und der hat schon jahrelang gedampft und auch schon viel ausprobiert und hat zu mir gesagt, also mich immer mal wieder angetriggert und gesagt, test es doch mal. Und ich habe das Gerät dann auch immer, also oft wieder weggelegt. Und gesagt, ich komme damit nicht zurecht, es schmeckt mir nicht, es reicht mir nicht, es sättigt mich nicht. Und dann vor 2, 2,5 Jahren, irgendwo so die Dreher, hat er mich überzeugt. Ich weiß gar nicht mehr mit was. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Gerät. Und hatte mich dann relativ schnell überzeugt gehabt. Und ich habe die Zigarette auch relativ schnell weggelassen. Bin mit 12 Milligramm eingestiegen. Nach 3 Tagen schon runter auf 9. Dann bin ich 2 Monate geblieben, dann auf 6. Da bin ich nochmal 2 Monate geblieben und dann wieder auf 3 runter. Und da bin ich jetzt schon seit Ewigkeiten. Und jetzt pendle ich immer zwischen 3, 1,5, 3 und 0. Irgendwo da drunter dran, nämlich Tankverdampfer, Tröpfler oder Backedampfer. Ja, das ist die Geschichte eigentlich, wie ich zum Dampfen gekommen bin. Und dann habe ich halt direkt den Roman angesteckt. Mein aktuelles Lieblingssetting ist, wie bei vielen wahrscheinlich momentan, der Engine. Klasse Selbstwickler, easy zu wickeln. Ich habe da zwei 0,8 Ohm Kleppenwicklungen drauf, A6 Bindungen. Komme ich am Ende quasi bei 0,4 Ohm raus, befeuere das Ganze mit 55,5 Watt, weil es schön aussieht. Jo, bin damit zufrieden. Drunter habe ich die RX 200, also noch die ganz alte. Das ist, also wer Romans Vlogs verfolgt, weiß, dass das die runtergerockte RX ist von mir. Das ist quasi, ich sag's mal so hart, meine Hure für unterwegs, die zerkratzt, die ist schön gefallen, die ist sogar schön am Akkudeckel gebrochen, aber funktioniert einwandfrei. Also seit über einem Jahr mittlerweile und bin begeistert. Schönes Gerät. Und zum Tröpfeln nutze ich, da ist mir der Akkuträger relativ egal, nutze ich aber meistens die Tesla Invader 3 mit einem Troll V1 oder einem Sapor V1. Also so alte Klassiker, was Tröpfler angeht. Da stehe ich ein bisschen drauf. Ist simpel, ist urig, macht einen geilen Geschmack. Bin ich begeistert von. Drei Worten. Ich mache es einfach am besten wie die ganzen anderen und mache das, dehne das aus auf 3 Sätze. Also ich kann euch die 3 Wörter mal sagen, die mir direkt durch den Kopf schwirren. Das wäre einmal Perfektionist, Verlass und Prinzessin. Jetzt kann ich euch mal erklären. Erstmal Roman bzw. der Kanal Dampflein. Also er ist sehr, sehr perfektionistisch. Er geht halt mit einem sehr eigenen hohen Anspruch an sich ran und an den Kanal ran. Was geil ist, ist für euch geil. Das ist für uns geil, weil wir halt nicht mit einer Handykamera arbeiten, sondern Roman bringt da direkt viel Technik mit und auch technisches Know-how. Und er selber hat auch den Anspruch an sich selber, er will eine geile Qualität abliefern. Das ist Nummer 1. Nummer 2, der Verlass. Roman ist genauso wie ich eine kleine Zeithure. Das heißt, wenn es um belanglose Sachen geht, wir wollen uns abends treffen und noch eine Runde quatschen oder wir treffen uns irgendwo und es geht um nichts Besonderes, dann kommen wir halt auch mal eine Viertelstunde zu spät. Also beide, also wir nehmen uns da beide gar nicht. Also wir regen uns beide übereinander auf, aber wir nehmen uns gar nicht. Aber wenn es um was Wichtiges geht, egal ob es Job ist bei ihm, ob es sein Kanal ist oder irgendwelche wichtigen Absprachen, dann ist er da. Und ich wüsste auch genau, ich kann ihn anrufen, wenn was ist, egal zu welcher Tageszeit, er hilft mir. Das ist halt
definitiv auch eine große Eigenschaft von Roman. Und Prinzessin, aus dem Grund, Roman und ich, wir kennen uns schon relativ lange. Und egal ob Martin und Sebastian oder andere Jungs, mit denen wir irgendwo mal im Gespräch sind, die sind dann immer geschockt, wenn wir uns schnell mal streiten, wie ein altes Ehepaar. Das geht aber bei uns ruckzuck wieder vorbei. In 5 Minuten ist das bei uns vergessen, wir sind beide nicht nachtragend. Und dann ist das durch. Und Roman hat dann immer, wir sagen immer, beziehungsweise ich sage immer, na Roman, hast du wieder das Kleid an. Aber das ist halt überhaupt nicht böse gemeint. Das ist halt, Roman nimmt sich sehr, sehr schnell ein hartes Wort an, nimmt es ja auch nicht übel. Und wenn wir uns mal untereinander streiten wegen irgendwelchen Sinnlosigkeiten, ist das überhaupt nicht schlimm. Wir lachen jetzt, also 10 Minuten später lachen wir drüber. Also wir sind einfach so, wir sind wirklich wie ein altes Ehepaar. Kennt ihr noch den Werbeslogan von Nokia? Connecting People? Und genauso geht es mir bei dem Dampfen. Wir haben mit dem Dampfen angefangen und haben dadurch ganz, ganz viele Leute kennengelernt. Egal, ob das die ganze Steam-Team-Truppe ist, sei es der Henning, der Dirk, der Sebastian, der Schmartin, Roman, ich, wir kannten uns schon lange. Wir haben auch ganz, ganz viele andere kennengelernt. Sowohl Händler als auch einfach Kunden, Konsumenten, Leute, die wir in Shops getroffen haben, auf Messen. Das ist geil. Das macht mir halt echt Gaudi. Und da hat sich dann wirklich gerade bei unseren Steam-Team-Jungs oder mit unseren Steam-Team-Jungs aus Bekanntschaften haben sich da mittlerweile Freundschaften entwickelt. Wir sind jetzt am Überlegen, ob wir vielleicht mal noch was ganz anderes machen auf YouTube. Vielleicht mal was außerhalb des Dampfens. Aber wir haben noch gar keine Ahnung. Mal gucken, wir haben einfach Bock, was miteinander zu machen, weil wir uns gerne haben. Weil wir alle gleich blöd sind, gleich viel Spaß an den Sachen haben, die wir machen. Mal gucken, was kommt. Und das sollte sich jeder Dampfer im Hinterkopf halten. Dampfen verbindet Leute.